Freunde, liebe Familie, liebe Kinder. Heute lese ich aus Römer 12, Vers 13. Helft anderen Christen, die in der Not sind, und seid gastfreundlich. Ja, helfen und gastfreundlich sein. Das ist etwas besonders Schönes, gastfreundlich zu sein. Ich war oft zu Gast bei jemandem, auch bei uns waren viele Gäste, gerade wo wir noch nach Deutschland kurz gekommen sind. Und da waren öfters auch aus Russland, aus Ukraine, haben sich sogar Leute bekehrt und hier getauft. Es ist so was Schönes, wenn dein Haus ist nicht nur ein Haus zum Wohnen, aber wo jemand den Herrn finden kann. Aber ich lese jetzt nochmal auch aus Hebräer 13, Vers 1 bis 2. Liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern, vergesst nicht Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Also ohne Murren, ohne irgendwie nicht wollen es zu tun, üben sogar, also Gastfreundschaft, ja. Auch wenn man so jemand aufgenommen hat, ich denke immer wieder so einen lieben Bruder, der bei uns öfters gewesen ist, ja, ich habe gedacht, Mensch, heute war der Engel bei uns, oder hat übernachtet, ja. Wenn man jemand, weil es steht mal in der Bibel geschrieben, also der Bote des Herrn wird ein Engel sein, ja. Und es kann sein, auch dieser Mensch war ein Engel. Wie schön, wenn man es getan hat. Ich denke an die Zeit in der ehemaligen Sowjetunion. Ja, als junger Mensch noch, wir haben uns in kleinen Räumen versammelt noch, dort wo ich war. Und dann wollte man so mit Jugendlichen zusammen sein. Und ich bin öfters nach Gazalkent, das ist nicht weit von Taschkent, eine Stadt gefahren. Eine Familie waren drei Brüder, ich war in meinem Alter. Und jedes Mal, wenn ich dorthin kam, das war wie ein Fest. Also während des Studiums gab es immer wieder so Möglichkeiten, auch besuchen. Und es war schön, wir konnten miteinander christliche Abende durchführen, miteinander singen, miteinander Gedichte erzählen, miteinander in Berge gehen. Das war einfach, einfach wunderbar. Einmal war ich sogar diese zwei, drei Monate Sommers, war so ein Praktikum. Und dann waren auch viele Gäste im Haus, dann mussten wir draußen schlafen. Und es war so schön, auch draußen zu schlafen. Also da war nicht so kalt, es war möglich. Ja, auch wo wir mal waren mit meiner Frau in Moskau bei Kriegers, da war auch so eine ganz liebe Familie, Viktor und Anna Krieger. Und die haben bei sich Menschen aufgenommen. Es ist also wirklich unmöglich. Dort, wo wir da waren, da war das Haus voll. Vom Boden lagen nachts Leute hier und dort. Da musste man vorsichtig laufen, wenn man was brauchte. Und dann sagte der Bruder, also die letzten 5 Jahre war jeden Tag bei ihnen Gäste. Und das ist schon also viel. Und ich denke, weil Moskau war so eine Stadt, da musste man Papiere machen, ein Visum oder andere Sachen. Und da waren immer wieder von ganz Sowjetunion diese Menschen. Ich denke, es ist auch wichtig, eine andere Art der Gastfreundschaft. Wenn zum Beispiel zu dir kommt jemand und der ist nicht ganz aus einer Gemeinde, von irgendwo gekommen oder vielleicht von einer Glaubensrichtung, die ein bisschen anders ist. Ja? Es gibt so viele irgendwie Glaubensrichtungen, aber ich merke, in der Versammlung predigen wir immer Christus. Christus ist auferstanden und da kommt jemand und dann sagst du, komm auch, sag ein Zeugnis oder beteilige dich. Ich war mal in Abakan, noch als junger Mensch jenes Mal. Und war in der Dienstreise. Sonntags bin ich gegangen, um telefonieren von einem extra Punkt, wo man telefonieren durfte. Und dann sprach ich mit jemand und der sagt, komm heute zu unserer Versammlung. Es war eine ganz andere Versammlung. Und dann komme ich mit ihm dorthin. Und ja, mir war das ganz interessant. Wie machen Sie den Gottesdienst? Wie geht es da? Auf einmal kommt jemand zu mir und sagt, willst du dich beteiligen? Und ich sage, habe ich nicht vorbereitet, aber ein Gedicht werde ich schon erzählen. Habe dann ein Gedicht erzählt und mir vorgenommen, jedes Mal, wenn dich jemand einlädt, dann beteilige dich. Ich war öfters in Obninsk und da auch in der großen Gemeinde haben sie dann auch öfters eingeladen. Auch eine andere Gemeinde, wie wir sind. Und der Bruder sagt, komm, sprich. Und ja, es waren von 4-mal, weiß ich, 2-mal haben sich Menschen bekehrt. Und ich denke, wie schön, nicht weil ich was Besonderes gepredigt habe, aber weil ich ein Gast bin, da wird ganz anderes Ohr auch dazu gelegt, um zu hören. Und wie schön ist, wenn jemand sich bekehrt. Oder wir waren mal mit meinem Freund in Simferopol, das ist auch so eine große Gemeinde. Wir kamen knapp zur Versammlung, da war nicht mehr viel mit dem Brüderrat zu sprechen. Und da waren noch Kindereinsägen, da war noch immer ein Fest und wir saßen. Also auf einmal kommt auch jemand, willst du dich beteiligen? Ja, mein Freund hat ein Lied gesungen, ich habe auch was gesagt, also zur Ehre Gottes. Und ich denke, es ist so schön, weil du, wenn du zu Gast bist, wirst du nur das Allerwichtigste sagen. Und das ist auch so wichtig, wenn man dann sich so beteiligen kann. Ich lese noch jetzt auch aus 1. Petrus 4, 8 bis 10. Vor allem aber lasst nicht nacheinander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit.
Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes auf diese Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Also es ist eine Gabe Gottes, wenn wir so aufnehmen können, wenn wir Haus haben, wenn wir haben Möglichkeiten, den Menschen ist eine Gabe Gottes, die auch ihm gebracht werden muss. Ich denke hier auch an Anatoly Redin, der erzählte von seinem Vater, also wie viele Leute, die aufgenommen haben, aber auch Leute, die jetzt alkoholisiert waren, irgendwie von der Straße bringt er sie abends heim, die werden noch ins Bett hingelegt, die Kinder mussten dann irgendwo auf einem Boden schlafen oder an einem anderen Bett. Und ja, es war für die Kinder unpassend, aber manchmal so ein Segen, wenn solch ein Mensch frei geworden ist und durch diese Liebe zu anderen Mensch geworden ist. Gastfreundlich ist wichtig. Und ich möchte jedem wünschen, seid gastfreundlich, bitte. Das unterscheidet uns Christen manchmal von denen, die nicht Jesus lieben.